Texas Club in Weinheim begrüßen, für diejenigen, die jetzt erst frisch dazugekommen sind. Mein Name ist Christian Blesi, er ist der Vorstand des Vereins hier und ich freue mich, dass es geklappt hat mit euch. Ich bin gespannt, das ist mein erstes Mal. Wir werden dir ein schönes erstes Mal bescheren. Ich hoffe, ich denke schon. Ich freue mich drauf. Ein bisschen weh. Bitte? Alles klar, ja. Danke, danke Christian, dass wir auch hier sein dürfen. Wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Locations und versuchen natürlich auch immer irgendwo deutschlandweit neue Standorte, neue Plätze zu finden, so dass wir halt, ja, ich sag mal, über die ganze Bundesrepublik halt irgendwo verteilt so ein paar Standorte haben. Und das ist jetzt Nordrhein-Westfalen, richtig? Baden-Württemberg. Genau. Das wäre jetzt natürlich dann auch ein prima Standort für Baden-Württemberg. Angeleiert hat das Ganze Jesse Barnes auch nochmal hier. An der Stelle nochmal vielen Dank an dich. Ja, sehr gerne. Du hast uns hier so in Verbindung gebracht. Und genau, heute das erste Cowboy-Action-Shooting-Match im Texas Club in Weinheim. Vielleicht nochmal ganz kurz, wir haben jetzt ein paar neue Gesichter dabei, die sowas vielleicht noch gar nicht gemacht haben. Cowboy-Action-Shooting, mal ganz kurz erklärt, was ist Cowboy-Action-Shooting? Mit CO2 und Druckluftwaffen wohlgemerkt. Cowboy Action Shooting ist ein dynamischer Schießsport. Ja? Dynamischer Schießsport, das heißt Präzision, ja, ist wichtig, aber es ist halt auch Geschwindigkeit wichtig. Ne? Es kommt nicht nur auf Präzision an, sondern halt auch auf Geschwindigkeit, weil ihr habt einen vorgegebenen Ablauf, den ihr einhalten müsst an einem Zielparcours und den müsst ihr halt schnellstmöglich absolvieren. Und der schnellste Schütze gewinnt. So ist das. Ne? Oder es geht halt auch die Platzierung nach Zeit. Bei so einem Cowboy-Action-Shooting-Match, da gibt es ja immer verschiedene Personen, die auf der Shooting-Range stehen. Welche Person haben wir da? Ja, den Shooter. Den Shooter. Den Spotter. Wie viele Spotter? Drei. Drei Spotter, ja. Range Officer. Der Range Officer. Und einen am Ladetisch, oder? Nochmal zusätzlich. Nö, muss nicht zwingend. Also gibt's ja, aber haben wir jetzt so nicht vorgesehen. Das ist schon mal soweit richtig. Ich ergänze das nochmal. Dann gibt es nochmal einen Schreiber. Ja, also es gibt ja auch immer jemanden, der dann die ganzen Zeiten notiert. Dann gibt es noch einen sogenannten Hülsenpicker. Ja, also Hülsenpicker heißt, wenn wir hier mit den Rifle schießen, dann fallen natürlich oben Hülsen raus. Und um halt einen schnellen Ablauf zu gewährleisten, macht es natürlich Sinn, wenn dann jeder mithilft beim Aufsammeln, dass wir dann halt, dass der Schütze dann halt schnellstmöglich die Shooting Range verlassen kann. Ja? Ja, und das Startsignal ist halt ein Piepton. So. Und wenn dieser Piepton ertönt, das ist das Signal für den Schützen, dass er loslegen kann, dass er starten kann. Wie funktioniert so ein Shoot-Timer? Wisst ihr das? Ja, der misst auch die Schüsse, ne? Genau. Also der Shoot-Timer reagiert auf Akustik, also Schüsse, das heißt jetzt, mein Revolver ist ungeladen, keine Angst. Aber wenn ich jetzt, hier steht jetzt noch 0,00, wenn ich den jetzt hier dran halte, dann hat er jetzt den ersten Schuss bei 32,73 registriert. Ja? Und das setzt sich dann sofort. Das geht bis zum allerletzten Schuss. Und der allerletzte Schuss ist dann die Zeit, die gewertet wird. Wer zählt die Ablauffehler? Wer zählt die Fehlschüsse? Das sind die Spotter. Das sind die Spotter. Genau. Die Spotter, wir haben immer drei Spotter und die zählen während des Matches, zählen die mit und gucken ganz genau, was der Schütze macht und zählen eventuelle Fehlschüsse mit. Fehlschüsse, das ist ja eine Zeitstrafe. Was ist die andere Zeitstrafe? Ablauffehler. Ablauffehler, genau. Ablauffehler ist halt, wenn ihr, oder weiß einer von euch, was ein Ablauffehler ist, was das bedeutet? Die Reihenfolge, die vorgegeben ist, laut Stageplan, wenn ich zum Beispiel zweimal auf das rechte Ziel schießen soll, einmal auf das mittlere, einmal auf das linke, ja. Und ich schieße einmal auf das rechte, zweimal auf das mittlere zum Beispiel, ist schon ein Ablauffehler passiert. Ja, genau, richtig. Ja, also es gibt halt einen vorgegebenen Ablauf. Das wird halt vorher genau erklärt und dieser Ablauf muss eingehalten werden. Und wird dieser Ablauf nicht eingehalten, dann gibt es eine Zeitstrafe einmalig von 10 Sekunden.
Das ist der sogenannte Ablauffehler. Beim Fehltreffer gibt es eine Zeitstrafe von 5 Sekunden. Das heißt, wenn er das Ziel nicht trifft und der Schuss geht daneben, bekommt er eine Zeitstrafe von 5 Sekunden. Es gibt eine Besonderheit bei den Zeitstrafen, und zwar Fehlschüsse oder ein Miss, ja, gibt es so viel, also gibt es unbegrenzt, sage ich jetzt mal. Ein Ablauffehler wird allerdings nur einmal gewertet. Die Spotter, die haben eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, weil die Spotter bestimmen natürlich dann auch über die Zeit des Schützen. Ne? Und wenn ihr die Aufgabe habt, jeder wird zu einer Aufgabe mal hinzugezogen. Ja? Also Spotter kann jeder sein, der gerade zur Verfügung steht. Ne? Und beim Spotter ist es so, das ist eigentlich gar nicht so einfach, weil man muss halt genau hingucken und hören, ist der Schuss jetzt daneben gegangen oder war das jetzt ein Treffer? Und ihr entscheidet hinterher, wenn die Stage absolviert ist, dann entscheidet ihr immer zum Vorteil des Schützen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Ja? Also mal angenommen, der Schütze hat geschossen, so jetzt habt ihr, wart ihr euch jetzt nicht ganz genau sicher, ob das jetzt ein Fehlschuss war oder nicht, dann wertet ihr das als Treffer. Ja? Wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass dieser Schuss daneben ging, dann ist das ein Fehlschuss. Ja? Ich bitte euch, wenn ihr die Aufgabe des Spotters übernimmt, dann bitte ich euch, immer mitzuzählen. Also mitzuzählen mit den Händen. Das heißt, wenn ihr einen Fehlschuss wahrgenommen habt, dann nehmt ihr eure Hand und zählt mit der Hand. Ein Fehlschuss, so, dann nochmal daneben geschossen, zwei Fehlschüsse, nochmal daneben geschossen, drei Fehlschüsse. Nehmt eure Hände zur Hilfe und wenn ihr Stage absolviert ist und der Range Officer fragt die Spotter, wie viele Fehlschüsse, dann könnt ihr auch gleich anzeigen, 3. Ne? Wenn die Stage sauber ist, keine Fehlschüsse, es nennt sich clean, dann signalisiert ihr das einfach durch eine Faust. Clean. Ne? Was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel unter den Spottern Unstimmigkeit herrscht? Also wir haben... Bitte? Wird die Mehrheit gezählt. Genau. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel, ein Spotter sagt, das war aber nur ein Fehlschuss und die anderen beiden Spotter sagen, das waren aber zwei Fehlschüsse. Was ist dann? Dann wird die Mehrheit genommen. Das heißt, wenn zwei Spotter sagen, das waren zwei Fehlschüsse, dann werden zwei Fehlschüsse vermerkt. Bevor ihr irgendwas macht, steht ihr normal da. Es sei denn, das ist irgendwie anders beschrieben. Ja? Aber ansonsten steht ihr normal da. Die Hände sind nicht an den Waffen oder so oder wie auch immer. Ihr steht ganz normal, ganz locker da. Kommt dann das Startsignal, dann geht's los. Die Zeiten werden grundsätzlich nur in Sekunden gemessen. Also nicht in Minuten, sondern in Sekunden. Wenn jetzt hier zum Beispiel 90, also 1 Minute 30, steht hier grundsätzlich 90 Sekunden. Vorher sind in den Waffen zwar CO2-Kapseln drin, aber es sind keine Ladehülsen drin. Es sind keine, in der WLA, keine Trommelmagazine drin. Die Waffen haben keine Geschosse drin. Ja? Erst wenn ihr aufgerufen werdet und ihr sollt euch bereit machen, dann ladet ihr eure Waffen. Wenn ihr fertig seid mit dem Schießen, dann geht ihr wieder zum Ladetisch und entladet eure Waffen. Das ist eine typische Schützenregel, ja, die eigentlich jeder Schütze wissen sollte, aber ich erwähne es trotzdem immer nochmal. Die Mündung zeigt immer in die sichere Richtung. Was bedeutet das? Die Mündung der Waffe zeigt in die sichere Richtung. Kugel fangen 90 Grad links, 90 Grad rechts. Ja, also sichere Richtung. Im Zweifel immer geradeaus. Ja, also es ist schon, wir haben halt eine Schießrichtung, ja, das ist richtig. Aber wenn ihr auch jetzt auch, zum Beispiel jetzt, wenn wir ja außerhalb des Matches sind und ihr wollt irgendwelche Waffen vorführen oder sowas, das heißt, wenn das meine Mündung ist, ich ziele nie mit der Mündung auf irgendwelche Personen. Niemals. Immer da, die sichere Richtung ist immer da, wo keiner ist. Ja? Und das ist halt grundsätzlich immer zu beachten. Ja? Also entweder auf dem Boden oder dahin zielen, wo halt keine Person steht. Dann haben wir noch die 170-Grad-Regel, was du gerade gesagt hast. Das heißt, wir haben ja immer eine gewisse Schussrichtung bei den Matches. Ja? Und ich sag mal, wenn jetzt die Schussrichtung nach da ist, ja, dann gibt es die 170-Grad-Regel. Das heißt, ab dem Schützen 170 Grad, immer horizontal, bleibt alles hinter dem Schützen. Egal, ob das jetzt eine
Kameraperson ist, ja? Zuschauer oder wen auch immer. Alles, was im Augenwinkel des Schützen ist, also alle müssen hinter dem Augenwinkel des Schützen bleiben, so rum. Ja, das ist ganz wichtig. Wir haben es, erleben es jedes Mal, das ist immer Standard, dass während der Stage, wenn ihr gerade schießt, dass dann irgendwelche Kapseln vielleicht versagen, weil man halt einfach nicht die Kapsel ausgetauscht hat und die noch die Kapsel von letzter Woche oder von vor zwei Wochen drin gelassen hat. So, und dann seid ihr auf der Stage am Schießen und auf einmal geht gar nichts mehr und dann ist doof. Weil, wenn ihr Funktionsstörungen habt an den Waffen, dann geht das zulasten des Schützen. Mhm. Ja? Ihr könnt diese drei Ziele nicht mehr beschießen. Was passiert dann? Diese drei Ziele werden als Fehlschüsse gewertet. Das heißt, 15 Sekunden werden nochmal auf die Zeit aufgeschlagen. Ja? Deshalb bitte prüft eure CO2-Kapseln oder tauscht sie auf jeden Fall aus. Macht auf jeden Fall heute eine frische rein. In den Revolvern befinden sich immer 5 Schuss, da komme ich gleich nochmal zu. Und in den Rifle befinden sich immer 8 Schuss. Warum ist das so? Wir haben zwei verschiedene Typen von Gewehren oder Rifles. Es gibt einmal die Walther Lever Action und es gibt einmal das Cowboy Legends Rifle von Umarex. Und die Walther Lever Action hat ja nur dieses Trommelmagazin mit 8 Schuss. So, damit wir da eine Gleichberechtigung haben, laden wir das Cowboy Legends Rifle grundsätzlich auch immer nur mit 8 Schuss. Keine 10 Schuss in der CLA. Ihr ladet halt eine rein, dann die zweite Kammer lasst ihr frei, dann ladet ihr nochmal 4 Stück rein. 4. Und jetzt ist ganz wichtig beim Cowboy Load, ihr müsst einmal den Hahn komplett nach hinten spannen und wieder entspannen. Und so landet dann der Hammer garantiert auf einer Lernkammer. Ja, das ist wichtig. Auch bitte, wenn ihr geschossen habt und ihr habt eure 8 Schuss rausgepfeffert, das Rifle wird immer offen abgelegt. Soll halt auch garantieren, dass hier kein Schuss mehr losgehen kann. Ne? Wir sind heute 12 Teilnehmer, das heißt, wir kommen, denke ich, recht zügig durch. Ich denke mal, wir machen 2 Stages. Ja? Die ersten 4 Stages sind geplant. Wir machen die ersten beiden Stages, vermutlich bis 14 Uhr, würde ich jetzt denken. Dann eine Stunde Mittag. Ne? Und dann gehen wir entspannt in die dritte und in die vierte Stage. Und ich denke mal, so 17, 18 Uhr spätestens sollten wir auf jeden Fall durch sein mit dem Match. Dann mischen wir hier nochmal die Kärtchen. Ja, gucken, ob das geht. Ja. Funktioniert sogar. So, und jetzt kommt bitte nach vorne und das ist jetzt wieder Leib Christi, wieder Pastor hier. Genau, Christi zieht eine Karte. Geht nicht ab. Und die Platzierung ab. Und damit ist dann halt auch die Reihenfolge für heute festgeschrieben. Auf jeden Fall hast du heute schon mal einen ersten Platz. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist auch schon mal schön. Ich habe auch schon die Hose voller Pippi, habe ich gerade gemerkt. So, Jesse Barnes, Nummer 1. Dann haben wir Nummer 2. Jimmy Gunn. Dann haben wir Nummer 3. Bin ich. Dann haben wir Nummer 4. Was? Mike Bishop. Dann haben wir Nummer 5. Achso, das bin ich. guten Morgen. Da haben wir Nummer 6. Great Timber. Ich bin dann die Nummer 7, Lady mit der Wolf. Wer ist die Nummer 8? Ich. Dann haben wir die Nummer 9. Geronimo. Die Nummer 10. Der Horstschüler. Die Nummer 11. Wo wäre es jetzt übergeblieben? Lone Wolf. Okay, damit steht die Teilnehmerreihenfolge fest. Briefing ist jetzt soweit beendet. Gibt es jetzt noch irgendwelche offenen Fragen zur Organisation, zum Ablauf? Ist das alles soweit klar?
Okay, dann wünsche ich euch allen ein schönes Match. Ja, viel, viel Glück. Versucht nach Möglichkeit jetzt vor allem an unsere Neuen, versucht die Ruhe zu bewahren. Das ist immer das Schwerste dabei. Und jawohl, dann wünsche ich euch allen viel Spaß. Vielen Dank, dir auch.